Und da geht schon wieder weiter. Okay, wo ist denn der, der mich eingeladen hat? Hallo. Wenn mir das jemand sagt, wie das geht. Wo ist denn der Musikus? Ach, das ist die Kriegergilde. Dann würde ich sagen. Ich soll die Magiergilde besuchen. Das habe ich in den Tricks gelesen. Falls ihr ein Handwerkszertifikat braucht, kann ich euch helfen. Willkommen in der Gildenhalle, Wissenssucher. Was bringt euch heute hierher? Captain? Captain? Bist du es? Ha? Hey, mit Haaren und Nasenring? Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Wir suchen neues Wissen, lagern es in unseren Bibliotheken ein und fertigen Kopien davon an, um es in ganz Tamriel zu verbreiten. Die Gilde schert sich nicht um Kriege oder Grenzen, nur um Wissen und die Beschaffung neuer Folianten. Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gildenmeister selbst zusammen. Hervorragend! Ihr seid jetzt ein Student der Magiergilde. Jedes Buch, das ihr findet, wird ab jetzt euren Ruf in der Gilde verbessern. Wow. Ich will aber noch mit ihm reden, der hat auch mehr. Freut mich, dass ihr wieder da seid, Adept. Mit euch an unserer Seite ist die Gilde stärker. Schön. Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht ab Vannes Galerion, eines der Gründungsmitglieder dieser ehrwürdigen Verbindung. Er trägt noch immer den stolzen Titel des Gildenmeisters und steht somit jeder Gildenhalle in ganz Tamriel vor. Er arbeitet mit anderen hochrangigen Mitgliedern wie Telinger dem Artefaktor zusammen, um unseren Erfolg auch zukünftig zu sichern. Wir waren im Krieg zwischen den drei Allianzen Neutralität. Obwohl viele von uns hier in Vulkhilvacht dem Adlerbanner die Treue halten, neigen wir bei Aufträgen der Gilde vor keinem König und keiner Königin das Haupt. Daher werdet ihr Mitglieder aus allen Völkern in unseren Hallen sehen. Schweizer. Gut. Ja. Jedes Buch, was ihr findet, was ist das für einer? Ihr seid wohl hier, um ein Handwerk zu erlernen, ja? Eure Nein. Allianz begleicht meine beachtlichen Gebühren und erlaubt es mir so, euch mein Wissen zu vermitteln, ohne dass es euch etwas kostet. Wenn ihr euer Können beweist, werde ich zertifizieren, dass ihr kompetent genug seid, um Handwerksschriebe zu erfüllen. Handwerksschriebe sind tägliche Anfragen nach Handwerkswaren. Man muss ein zertifizierter Handwerker sein, um sie erfüllen zu können. Belegt, dass ihr wisst, was ihr tut, und ich werde euch zertifizieren. Ich bin berechtigt, Versorger, Alchemisten und Verzauberer auszubilden und zu zertifizieren. Falls ihr Interesse habt, sollten wir sofort beginnen.
Sicherlich. Bitte werdet etwas genauer. Speisen und Getränke. Alles, was einem den Bauch wärmt und Körper und Geist anregt. Falls ihr euch entscheidet, diese Kunst zu erlernen, werde ich euch das kulinarische Wissen anvertrauen, das ich im Lauf vieler Jahrzehnte erworben habe. Tränke aller Art. Die feine Kunst des Mischens von Reagenzien kann zu höchst unfeinen Effekten führen. Glyphen verstärken Waffen, Rüstungen und Schmuck mit magischen Eigenschaften. Ich kann euch lehren, eure Axt in Flammen zu hüllen und euren Stoffroben die Härte von Stahl zu verleihen. Ich schätze, ich hätte Milenit erwähnen sollen. Sie zertifiziert Schmiede, Schneider und Schreiner, falls ihr euch für so etwas interessiert. Aber das ist ungerecht von mir. Sie ist eine wahre Meisterin des Kunsthandwerks. Willkommen. Komm, geh mal da rein. Na, und du? Willkommen in der Halle. Was kann ich für euch tun? Oh, nein, das wollen wir nicht. Und das andere? Willkommen in der Halle. Was kann... Bei den Sternen über uns, ja. Willkommen in der Kriegergilde. Ihr solltet darüber nachdenken, uns beizutreten. Wir haben eine neue Gildenmeisterin und ein neues gemeinsames Ziel, an dem wir alle arbeiten. Ihr seht mir genau wie die Art von Anwärter aus, die wir als neuen Kameraden brauchen. Join the Army. Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonierin, sieht alle Farben. Sie lässt uns alle die Daedra und ihre verdammten Anker jagen. Ihr könntet sie vielleicht schon gesehen haben. Gewaltige Ketten, aus denen Daedra hervorströmen, um die gesamte Umgebung zu verwüsten. Schwere Kämpfe. Gute Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Techniken aus. Und die Oberen suchen immer nach eifrigen Mitgliedern, um ihnen bei Sonderaufgaben zu helfen. Man weiß ja nie. Vielleicht seid ihr der nächste Jofnir. Gildenmeister Jofnir ist vor kurzem sehr plötzlich verstorben. Ich dachte immer, er würde mit einer Klinge in der Hand sterben. Doch er wurde von seinen Ahnen im Schlaf nach Sovngarde gerufen. Wir vermissen ihn alle. Aber Farben hat sich als fähige Anführerin erwiesen. Nein, wir ziehen unsere Klingen nur im Dienste der Gilde. Wir verhalten uns im Krieg zwischen den drei Allianzen im Grunde neutral. Natürlich lieben wir das Adlerbanner und ihre Majestät, aber jedes Volk und jeder Glaube gehört unter das Dach der Gildenhalle. Machen wir auch mit, oder? Dann lasst mich der Erste sein, der euch offiziell als meinen Kameraden in der Kriegergilde willkommen heißt. Geht da raus und kämpft gegen die Daedra. Ja, dankeschön. So, wo ist die jetzt? Wow. Da. Ich kann euch als Schmied, Schneider oder Schreiner ausbilden und zertifizieren. Womit möchtet ihr anfangen? Selbstverständlich. Was wollt ihr wissen? Alles, was aus Metall besteht. Und damit meine ich nicht Zangen oder Hufeisen. Die Handwerksschriebe sind für Waffen und schwere Rüstungen. Also lehre ich genau das. Bögen, Schilde und magische Stäbe. Bogen?
Nein, es heißt Bögen. Ich vergesse immer, wie die Mehrzahl lautet. Kleidung und Lederwaren. Die Handwerksschriebe sind für leichte Tuchrüstungen und mittlere Lederrüstungen. Deshalb zertifiziere ich auch genau das. Mhm. An Tagen wie diesen setzt die Langeweile ein, wie ein Schiff in der Bucht den... So, ich würde sagen... Wo haben wir denn jetzt den nächsten Wegstein? Ja. Da bin ich. Und da müssen wir hin. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Nein, ein bisschen. Eine Menge an Hilfe rufen. Neue Bürger wurde aus das weitervermittelt zwischen denen, wir haben die Hilfe benötigen. Und na komm, heile Gerechtigkeit. Machen wir. Na komm, gehen wir da rein. So, witzig. Ich kenn's ja noch gar nicht. Okay. Noch ein Abenteurer auf der Suche nach Arbeit. Wirklich? Tja, dafür wurde sie ja auch ausgehängt. Na sowas. Es ist ganz simpel. Die Bürger sagen uns, was sie brauchen, und wir richten es dann ein, dass der Auftrag erledigt wird. Ihr werdet euch mit dem Kunden treffen können, bevor ihr mit der Aufgabe beginnt. Der Kunde hat auch eure Belohnung, nicht wir. Belero Omoril und ihr Bruder Trailan werden sich um eure Aufträge kümmern. Schaut häufiger mal bei ihnen vorbei, um nachzuhorchen, ob sie etwas für euch haben. Sie werden euch wissen lassen, was ihr tun sollt und wer die Anfrage gestellt hat. Zack. Beleros Anfragen mögen sehr einfach wirken, aber viele Abenteurer haben Probleme dabei, sie erfolgreich zu erfüllen. Die Auswahl an Gegnern, denen ihr euch auf ihr Geheiß hinstellen sollt, ist durchweg mächtig. Hallo Kummel, vielen Dank. Ich würde euch empfehlen, euch Verbündete zu suchen, ehe ihr loszieht. Trailan kümmert sich um Anfragen, an denen der Tempel ein besonderes Interesse hat. Seine Aufgaben erfordern mehr Feingefühl, aber sie sind auf keinen Fall leicht. Lauscht seinen Erklärungen unbedingt ganz genau. Es ist auch eine gute Idee, im Vorfeld mit den Kunden zu sprechen. Dann gucken wir doch mal. Das hoffe ich doch. Immerhin seid ihr zu uns gekommen. Trailan und Belero sind gleich den Gang runter. Sie sollten ein paar Anfragen für euch haben. Sprecht mit einem von beiden, um zu beginnen. Gut. Immer noch nicht, nein. So, nein, das will ich nicht. Oh. Fangen wir mit dir an. Die Bürger reichen ihre Anfragen ein, ich sage euch, was ich weiß, und ihr kümmert euch darum. Die Person mit dem Ärgernis ist meist mehr als bereit dazu, euch darüber ein Ohr abzukauen. Je mehr ihr zur Hilfe überzeugen könnt, umso besser. Upsa, C64, das waren noch Zeiten? Jetzt, das ist richtig, ja. Aber im Moment verstehe ich den Zusammenhang nicht. Wie kommst du drauf?
Tja, hier ist was Fieses. Schon mal einen Hunger gesehen? Sieht aus, als würde einer auf dem Sulipunt-Gehöft Ärger machen. Scheint eine neu entdeckte Ruine zu bewachen und ein paar Forscher brauchen Hilfe dabei, ihn zu töten. Ehrlich gesagt klingt ihre Nachricht ziemlich panisch. Mhm, dann gehen wir mal hin. Macht euch zum Sulipunt-Gehöft auf, sammelt ein paar Relikte und versucht euch um den Hunger zu kümmern, der das Gebiet bewacht. Tirvina Arvani sollte in der Stadt sein und mehr Informationen haben. Nervöses kleines Ding. Sie hat auch eure Bezahlung, sobald ihr die Aufgabe erfüllt habt. Okay, gleich mal hin. So, oh, ein schleichender Hunger. Was bist denn du? Oh. Heieiei, was? Ja, gut, ja. Mhm. Sollen wir da auch mal nachfragen? Aufgrund der derzeitigen Ereignisse braucht der Tempel zusätzliche Ressourcen. Die Anfragen, um die ich mich kümmere, stammen von Bürgern, deren Interessen mit den Zielen des Tempels zusammenfallen. Ihr werdet mit diesen Personen zusammenarbeiten, um Wardenfell zu einem besseren Ort zu machen. Seid ihr interessiert? Mhm. Banditen halten eine Höhle namens Zainsipilo besetzt. Sie bilden sich ein Monopol auf Mondzuckergras aufbauen zu können. Eine Pflanze, die hier auf Wardenfell nicht natürlich vorkommt. Wir würden sie gerne etwas beschäftigt halten. Moment, da war ich doch schon. Fehlinformationen. Nehmt diese beiden Notizen zum Anbau von Mondzucker. Hinterlasst eine bei den Pflanzen, die andere bei ihren Forschungsunterlagen. Verfahrt mit den Banditen, wie ihr es für richtig haltet. Evos ist in der Nähe, falls ihr weitere Informationen braucht. Er wird auch eure Belohnung haben. Ah, jetzt verstehe ich, genau. Ja, das ist richtig. Ich habe auch nie selbst einen Atari gehabt, aber ich habe auch auf dem 2600er, und zwar auf dem alten, der in der Holzoptik, gespielt. Das ist ja, doch, ja. Pitfall, ja. Und was ist das andere? Kleinen Moment, das lese ich mal genauer. So, jetzt geht's besser. Pac-Man, genau. Was habe ich auf dem Atari? Wir waren damals große Star Wars-Fan. Da war der gerade frisch im Kino. Ja, also Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Nein, doch, das Rückkehr der Jedi-Ritter, genau. Und haben aber Imperium schlägt zurückgespielt. Die Parker-Spiele waren für das Atari immer der beste. Ja, ist lange, lange her. Ein 64er, ja, da habe ich alles gespielt. Elite, naja. So, gucken wir doch mal. So, das Streuen von Fehlinformationen, das machen wir nicht, oder machen wir das? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal zu dem. Ja. So. Jetzt, wo können wir jetzt hin? Jawohl. Wo ist denn diese Höhle? Das war doch das. Nein. Warte mal. Das ist hier. Da müsst ihr doch auch. Genau. Dann gehen wir mal dahin. Ja. Summer Games, Winter Games, toll. Oder ganz schlimm, Decathlon oder Decathlon. Das hat immer die Joysticks gekostet. Genau. Das war. ja. Summer Games. Ich habe dann auch das erste Pitstop unheimlich gern gespielt, obwohl ich inzwischen ja fast gar keine Rennspiele mehr spiele. Ja. Wobei, ich habe da irgendwo noch so ein Lenkrad stehen. Damit könnte ich mal ein paar von den Rennspielen, die bei mir so rumstehen. Ja, komm her. Ja, komm, lass mal. Hey. Genau. Upsa, ja.
Richtig, wir spielen. Also ich bin hier, vielleicht merkt man es ja auch noch, sehr, sehr neu. Und habe noch keine Ahnung. Das heißt also, die Mechanik und so weiter, so ein bisschen was. Ich meine, ich habe Skyrim bis zum geht nicht mehr gespielt. Und die Welt ist mir auch so ein bisschen auch Morrowind-mäßig sehr bekannt. Aber Gott, hier war ich ja schon. So, wie war das noch mit dem Eingang? Der war da hinten. Ich glaube, das gab es aber auch. Decathlon gab es, glaube ich, auch auf dem 64er. So, gehen wir nochmal da rein. Das gab es, glaube ich, auf allen Plattformen, aber ich habe es auch auf dem 64er gehabt. Ja. Also von dieser Art Spiele gab es ja so viele Track and Field und weiß Gott was alles. Ja. So. Ja, weil ich weiß, dass ich bei Decathlon tatsächlich die Joysticks zerstört habe und auf dem Atari habe ich immer mit dem furchtbar schlecht bewerteten, aber ich fand ihn immer sehr gut, Original Atari Joystick gespielt. Also diesen viereckigen. Wie gesagt, also von der ersten Edition. Aber du, es kann sein. Ich meine, da war ich noch böse minderjährig und davon bin ich jetzt wohl mehr als entfernt. Ah, da einfach geradeaus. So. Ja, in jedem Fall. Vor allen Dingen natürlich dieser furchtbare 1500 Meter Lauf, die letzte Disziplin im Zehnkampf. Was? Nein. Nein, 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 nein. Mann, was tue ich denn da? Ich bin doof. Jetzt doch nicht weiter, oder? Nee, mein Gott, ich war doch hier schon. Ah, wir müssen. Ach, genau. Ja. Greifst du mich an? Ja, du greifst mich an. Du bist gar nicht mal so ineffektiv. Ja, richtig. Weil die hatten nicht diese tollen Mikroschalter, die immer hochgelobt worden sind, sondern Schurken haben wir doch schon alle erledigt, aber die spawnen ja wahrscheinlich wieder. Na komm. Oh, das machen wir nicht. Okay. Das war das. Oh nein, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Die töten mich immer.
ist eine schlechte Idee. Aber ich kann mich wieder dran erinnern. Oh. Jetzt hör mal auf hier. Juhu. Super. Das nehmen wir gleich mit. So. Oh. Na, die muss ich jetzt wirklich alle einzeln nehmen? Ja, das kann ich doch jetzt gar nicht. Rabauke. Allein das Wort. Stirb. So. Ist aber gut. Ach komm. Ach nö. Nee, nicht schon wieder. Komm jetzt. Ach nö, komm. Das ist gemein. Ah, hier, gefüllter Nein, Wegschrein. So. Oder das war doch hier, ja. Nein. Oder? Ja, doch, dann war es hier. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle wieder respawned. Was? Ach nee, komm jetzt. Machen wir den Fehler jetzt mehrfach. Ja, gut. Achso, dann beanspruchen wir einfach mal die Belohnungen. Jawohl. Zack. Ja, ja. Hm. So, Leben. Ah, Stallmeister, gut. Mhm. Was ist das? Gucken wir doch mal. Nein. Nein. Volk. Nein. Tja, wenn ich wüsste. Dieses Überreden wäre toll. Ich weiß aber nicht, wo ich das herkriege. Das sollen wir nicht machen. Oh, dann machen wir das. Hm.
Hey. Nein. So. Alles klar, würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Na gut, wenn du es jetzt gerade runterläufst, das sind wir nicht weit voneinander entfernt. Na, wie wäre es, wenn wir schleichen? Oh, fuck. Oh, ich glaube, das bringt doch was. Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, jetzt aber schnell. Schaffen wir es ohne zu sterben? Na. Nein, die will ich auch nicht. Super, den hatten wir schon mal. So. Sind wir ja schon so gut wie draußen. Alter, das sind ja richtig viele streunende Nixhunde. Ein Nixhund. Sehr schön. So. Hervorragend und wow, die Zeit geht sehr schnell vorbei. Wir nutzen diese Ladepause gerade mal für eine, ne, Aufnahmepause.